Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valisthea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu unserem brandneuen Let's Play vom neuen Spiel Final Fantasy 16. Und wir sind direkt in der Action drin. Wir müssen hier den Gegner angreifen mit einem Feuerball. Mit R1 können wir ausweichen. Ja, Freunde, das brandneue Final Fantasy, was heute erschienen ist. Ich hatte erhofft, irgendwie erstmal das Intro abspielen zu lassen und vielleicht in einer ruhigen Stelle zu reden. Aber wir sind hier direkt mitten im Geschehen. Wir sind so eine Art Phönix und kämpfen gegen so einen Drachen? Was hat es damit auf sich? Das werden wir bestimmt gleich erfahren. Oha, hat er uns etwa besiegt? Und das ist der Protagonist von diesem Spiel. Im Jahre 873. Nieserschlucht, Republik, daher, okay, konnte ich nicht lesen, egal. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Wir gehen los. Und das Spiel fängt direkt mit krassen Synchronsprechern an. Gerade eben Marius Gravirius konnte man gerade hören. Der Sprecher von Katakuri aus One Piece. Und er hier, der Protagonist, wird von Vincent Fellow gesprochen. Auch ein richtig guter Synchronsprecher. Er spricht zum Beispiel Jonathan Joestar aus JoJo's. Ich freue mich schon so sehr auf das Spiel. Das wird bestimmt sehr, sehr cool, Freunde. Und ja, ich kann noch gar nicht so viel reden, Freunde. Falls ihr noch nie ein Final Fantasy gespielt habt, keine Sorge. Man braucht kein Final Fantasy jemals gekannt zu haben, gespielt zu haben. Jedes ist für sich. Wach auf, Wyvern. Es hat eine komplett eigene Story. Ich ist die Mission gelaufen. Und ich sollte mal aufpassen, wenn ich rede. Nein. Ja, wie gesagt, das hat nichts mit den vorherigen Spielen zu tun. Es heißt einfach Final Fantasy 16, weil das das 16. Final Fantasy ist. Nike mit dem linken Stick um Cleave und
Warte. Klee von R, um die Kamera zu bewegen. Okay. Ganz normal halt. Kann ich sprinten? Okay, das Hauptmenü. Drücke Option, um außerhalb von Zwischensequenzen jederzeit das Hauptmenü aufzurufen. Spieleinstellungen, diverse Einstellungen zu Untertiteln, Kamera und vielen mehr können im Reitersystem geändert werden. Ja, Freunde, da überlege ich gerade, soll ich Untertitel ausstellen? Schreibt das mal bitte, was ihr dazu meint, ich weiß nicht. Also ich glaube, ohne Untertitel wäre cooler. Hier ist gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, man kann auch mit Untertitel machen. Warte, man kann nicht sprinten. Gerade nicht. Wenn Bewegung. Neige L leicht. Okay, jetzt können wir rennen. Springen, okay, ganz normal. Gerade rechtzeitig. Wow, eine Schlacht. An der dalmekischen Front, okay? Wow, ziemlich brutal. Wow, 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 das sind Magier, Ritter und so weiter, Wikinger, glaube ich. Und was ist unsere Mission? Die Eisernen sind wahre Bestien. Wenn's so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Ich frage mich, auf wessen Seite wir sind. Von den Rechten oder links? Keine Ahnung, wahrscheinlich von den Rechten hier. Zernitra Festung, Nieserschlucht. Zu den Toren! Schneller! Los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Jo, der klang gerade wie SpongeBob. Havel, der König ist unser Gast. Und sein Entscheid ist final. Irgendeine Besprechung zwischen Könige? Wir werden bestimmt gleich mehr erfahren. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Dalmekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Ich vermute, so ein Dominus ist wahrscheinlich... So, bleib nur ich. Einer, der sich vielleicht verwandeln kann, Kräfte hat. Die werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben.
Dafür sorge ich. Die Frage ist jetzt, ob das jetzt ein Feind ist? Ich denke schon, ich glaube. Aber keine Ahnung. Sehen wir nach. Benedicta. Egal, solche Szenen skippen wir. Cutte ich einfach. War jetzt nicht irgendwie was. Ab 16 oder so, ab 18 oder sowas, aber trotzdem, Leute. Los, jetzt fallen wir nicht auf. Okay, Freunde. Jetzt können wir uns endlich weiter bewegen. Und. Wohin müssen wir? Ich weiß nicht, ob ich die Untertitel ausstelle. Ich habe Lust, die Untertitel auszustellen, Freunde. So, das hier ist das Hauptmenü. Hauptmenüsystem. Unter dem Reitersystem können verschiedene Einstellungen zur Steuerung, Grafik, Ton, Barrierefreiheit und Sprache vorgenommen werden. Okay. Einlösbare Gegenstände, Zusatzinhalte können nach Abschluss des Hauptauftrags Zufallsbegegnungen im Hauptmenü unter dem Reitersystem aufgerufen werden. Okay. So, komm. Untertitel mache ich mal aus. Weil, keine Ahnung, ich will mehr, dass es wie so ein Film ist. Wisst ihr denn, wenn ihr einen Film schaut, eine Serie, gibt es auch keine Untertitel. Ist ja eh alles auf Deutsch. Komm. Und? Worauf warten wir? Ihn hier. Wir haben sie warten lassen. Los, geh vor. Tut uns leid, Katakuri. Mhm. Halt. Spürt ihr das auch? Wow. Yo, was ist das? Irgendein Riese? Titan. Jo, das passt zu ihm. Er spricht ja auch rein, ne? Dass jetzt ein Titan begegnet. Und sieh an, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt. Wow, was ist das, dieser Eiskristall? Denk mal, sind verbündet. Wir sind einfach mitten in irgendeiner Schlacht gespawnt und es sind noch viele Fragen offen, aber es fängt auf jeden Fall interessant an. Yo, wie hat man diesen Titan erst jetzt gesehen? Wie hat man ihn übersehen? Bro. Einfach Attack on Titan. Ob sie ihn besiegen kann? Der sieht richtig gefährlich aus. Komm, ich hoffe, wir kämpfen gegen ihn. Wow, jetzt müssen wir was wahrscheinlich tun, oder? Nein. Ich dachte schon, vielleicht. Komm, müssen wir eine Taste drücken. Beweg dein Arsch, Wyvern! Los! Jo, tut mir leid, Mann. Oh, oh. Wow.
Oh nein, ich schätze alles ein. Wir folgen mal diesen Kollegen hier. Nicht da. Oh nein, wir sind hier runtergefallen. Nicht, dass wir direkt sterben am Anfang des Spiels. Nein, nein, nein. Das ist so gewollt gewesen vom Spiel. Und wir können da hinten sehen, wie die gegeneinander kämpfen. Schneller können wir, glaube ich, nicht laufen. Jo, ich hoffe, unseren Kameraden stößt nichts zu. Oh Mann. Wohin laufen wir? Direkt zu denen? Gut ausgewichen, Bro, okay. Vorsicht! Oh nein, oh nein. Bro, ist er tot? Ich hoffe nicht, oh oh. Und jetzt hat es uns erwischt, oder wie? Oha, wir wurden hart getroffen. Zusammen. Wir sind noch nicht fertig. Bro, danke, Rainer. Aber der Kollege. Unser Kumpel, der wurde, denke ich, leider erwischt, oh Mann. Ja, das ist wahrscheinlich seine Jugend. Vor 13 Jahren im Jahre 860. Rosalie. Großherzogtum, okay. Tja, wenn du nicht zum Schild taugst, in den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Ich glaub an dich. Ist das unser kleiner Bruder? Scheint so. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Okay, zum ersten Mal. Fangen wir noch einmal von vorn an. Kämpfen Komm, wir. Zeig, was du kannst. Greife Kommandant Murdoch an. Nahkampfangriffe. Drücke Viereck für einen Nahkampfangriff. Bis zu 4 Nahkampfangriffe lassen sich zu einer Kombination verketten. Okay. Tun wir das jetzt einfach? Wir gehen zu ihm. Okay. Ah, okay, nochmal müssen wir das machen. Aber ich muss sagen, das Spiel sieht schon unfassbar cool aus. Gut. Sehr gut. Gut aus, die Grafik. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Die Flamme des... Lass Feuer herabregnen. Okay, wir besitzen Magie. Wecke das Feuer in dir. Ich denke, der Phönix von Anfang, der ist wahrscheinlich, schlummert er wahrscheinlich in uns oder seine Kraft. Magie, drücke Dreieck, um Feuer zu wirken. Mit diesem magischen Geschoss lassen sich auch entfernte Gegner treffen. Okay. Magiegeschoss mit Dreieck. Wow, 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 ich muss 5-mal treffen. Okay, komm. Während man geht, geht das. Wow, er ist ausgewichen. Auch wenn man springt, kann man das machen. Cool. Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch?
Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Da hat er recht. Okay, ausweichen. Flink sein, Lord Rossfield. Teste deine Reaktion. Weiche 4 Angriffen aus, ausweichen. Drücke R1, um einen gegnerischen Angriff auszuweichen. Und ja, Leute, falls ihr es noch nicht wisst, das Spiel gibt es aktuell nur für PS5. Und ich finde, das sieht so cool aus, das Spiel, dass es ja auch extra dann für die PS5 gemacht wird. Ja, Leute, es wird bestimmt so cool. Okay, ausweichen mit R1 und perfektes Ausweichen gibt es. Weiche Angriffen im perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfälliger für einen Konterangriff zu machen, der mit Viereck oder Dreieck ausgelöst werden kann. Okay, wenn man im perfekten Moment ausweicht, dann können wir einen Konter machen. Komm, greif mich an, Bro. Greif mich. Okay, das war ausgewichen, aber nicht perfekt, das Ausweichen. Das war perfekt. Okay. Wow, hat mich getroffen. Oh nein. Wieder perfekt, okay. Da kommt so ein... Wie hast du das gemacht? So ein Silhouette. Oh Mann. Das war spitze. Komm, ich will wieder ein perfektes Ausweichen machen. Ja. Okay, ich kann sogar aussuchen, wohin ich ausweiche. Das ist cool. Gut. Merk dir, Clive. Verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Wahre Worte, danke dir, Mann. Nun, ich warte. Und jetzt presche nach vorn. Setze 3-mal den Phönixflug ein. Wow, okay. Esper-Kräfte. Clive wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet, die ihm Manöver wie den Phönixflug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich in einem Augenblick entfernten Zielen zu nähern. Okay, das sieht sehr, sehr cool aus. Dann gibt's noch fliegende Angriffe. Während eines Phönixflugs können sowohl mit Viereck Nahkampfangriffe als auch mit Dreieck Magiegeschosse eingesetzt werden. Okay, das können wir kombinieren. Das klingt vielversprechend. Okay, Phönixflug. Okay, das war einmal der normale Phönixflug. Jetzt einmal mit Viereck kombiniert. So, dann greift man direkt an. Und mit Dreieck. So. Übung absolviert. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir okay. Davon sprechen. Du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Okay, Bro. Ich folge deinen Worten. Versorge deine Wunden. Verwende Heiltränke, um deine LP wieder aufzufüllen. Mit helfenden Mitteln wie Heiltränken und Tonika kann Clive seine Lebenspunkte wiederherstellen oder vorübergehend seine Attribute steigern. Okay, wir lernen ja die Grundlagen und alles, aber ist ja cool. Und deswegen, ich muss schauen, ob ich die künftigen Folgen so 20 Minuten lang mache oder 30 Minuten. Ich glaube, die erste jetzt lieber 30 Minuten, sonst müsste ich jetzt schon längst aufhören. Wäre ja blöd so mittendrin. Okay, Freunde. Heilmittel. Schnellmenü. Ordne den Richtungstasten. Okay, oben, rechts, unten. Helfende Mittel wie Heiltränke zu, um sie zügig einsetzen zu können, wenn du sie dringend brauchst. Änderungen können im Hauptmenü unter dem Reiter Gegenstände vorgenommen werden. Die Mittel können dort auch direkt benutzt werden. Okay, gut. So, Freunde, Heiltrank. Verwende Heiltrank, okay? Muss ich jetzt einfach auf... Okay, wir haben einen schon ausgerüstet. Warte mal, was ist, wenn ich Supertrank... Ah, okay, Supertrank ist mehr Heilung. Gut, jetzt haben wir volles Leben. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Okay, verstanden. Zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen.
Ja. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die wow. Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Prüfung? Rossfield, kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Okay, unsere Prüfung gegen den Kommandant. Müssen wir ihn jetzt besiegen? Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Okay, jetzt wird's interessant. Besiege Kommandant Murdoch. Murdoch oder Murdoch? Werden wir noch hören. Brich den Kampfgeist des Gegners. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Treffer, um seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Nutze diese Gelegenheit, um ihm gezielt großen Schaden zuzufügen. Okay, Freunde. Fangen wir an, gegen ihn zu kämpfen. Wow, perfekt ausgewichen. Gut. Ich greife einfach mal direkt an. Wieder ausgewichen. Gut. Noch ein Angriff direkt hinterher. Machen wir mal einen Phönixflug. Wieder ausgewichen, ja, ich mag so sehr, wenn ein Spiel ein gutes Ausweichsystem hat und so. Das mag ich so sehr, wirklich. Greif mal von der Ferne an. Wieder perfekt ausgewichen, ja, das läuft gut. Sein Kampfgeist ist anscheinend gebrochen. Gebrochener Kampfgeist. Kommandant Murdochs Willenskraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2 und Viereck, um mit Lohnschwinge anzugreifen, einer mächtigen Aesper-Fähigkeit, die Clive durch den Segen des Phönix gewährt wurde. Okay, R2 Viereck ist wahrscheinlich so eine spezielle Attacke. Das hier ist sie. Kann ich sie nochmal machen? Nee. Du übertriffst meine Erwartungen. Dann muss ich mich hier nicht länger zurückhalten. Okay, halt dich nicht zurück, Bro. Jo, wir sind bis jetzt immer nur perfekt ausgewichen. Das ist cool, Freunde. Wieder. Okay, sein Kampfgeist ist wieder gebrochen und... Wir haben es geschafft. Prüfung abgeschlossen und mit dieser coolen Pose am Ende. Okay, drücken wir auf Schließen. Oh Mann, der arme Kommandant. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Danke, du Ehren. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Okay, Freunde. Ich denke, gleich könnten wir die erste Folge beenden. Schauen wir mal, ob uns hier noch was erwartet. Oha. Ihm geht's doch nicht so gut. Bro, werden die geheilt? Joshua. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Darum. Heute Morgen auch schon. Bro. Bleib lieber im Schloss. Ihm geht's auch nicht gut. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Wir wissen alle, dass es nicht nur ein Husten ist. Vater ist da. Okay, deren Vater. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Und das ist anscheinend deren Mutter. Joshua. Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige.
Guten Tag, Mutter. Wieso guckt sie uns so an? Joshua, dein Vater erwartet uns. Lord Murdoch? Jawohl. Okay, Murdoch. So wird er ausgesprochen. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Aber die beiden ähneln sich. Gehen wir, Jill. Okay, in deren Familie scheint irgendwas zu sein. Irgendein Zwiespalt. Näheres werden wir bestimmt noch erfahren. Okay, da kommt deren Vater. Und der ähnelt Clive. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser! Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich? Leise, Torgal. Aufhören! Jo, wie süß ist dieser kleine Hund. Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Bei Ehrenmann, er will nicht, dass man vor ihm sich verbeugt. Natürlich nicht, seine Kinder sind das doch. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Er sieht's nicht. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Wir befinden uns ja immer noch in der Vergangenheit. 13 Jahre in der Vergangenheit. Was da wohl passiert? Ob dem Vater irgendwas zustößt? Wer weiß, Freunde? Und der Hundi läuft dem Schmetterling entgegen. Wo willst du denn hin? Hm? Wie heißt dieser süße Hundi? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Okay, perfekt. Jetzt können wir uns wieder bewegen. Morgengrauen und Abendrot. Okay. Okay, finde den Weg. Nicht sicher, wo du hin musst, halte L3 gedrückt, um dir die richtige Richtung weisen zu lassen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird dir zudem mit dem roten Symbol angezeigt. Okay. Okay, Freunde. Das machen wir in der nächsten Folge. Jeden Tag kommt eine Folge, okay, Freunde? Sorry, dass hier vielleicht jetzt nicht so eine perfekte Zeit hatte, irgendwie nicht genau 30 Minuten oder sonst was sind. Aber ja, Freunde, das ist ja normal bei Spielen. Am Anfang Tutorial und so weiter. Vieles wird erklärt, da kann man ja nicht mittendrin abbrechen. Aber ja, Freunde, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr könnt euch sehr, sehr freuen und gefasst machen auf was Krasses. Wir werden dieses neue, coole Abenteuer gemeinsam erleben, okay, Leute? Kommentiert gerne, wie ihr es bis jetzt fandet. Ist ja bis jetzt eher der Anfang. Und ob ihr euch freut, ob ihr schon mal Final Fantasy gespielt habt, irgendein altes oder zum ersten Mal hier zuguckt, das würde mich auch sehr freuen, Leute. Wie gesagt, ist ja gar nicht schlimm, wenn ihr noch nie eins gespielt habt. Ich selber habe auch nur Final Fantasy 15 ein bisschen gespielt, sonst noch nie einen wirklichen Final Fantasy, aber ich finde solche Art von Spiele ultra cool und ich bin so gespannt. Ja, Freunde,
Ich rede schon wieder zu viel. Wir sehen uns in der nächsten Folge, okay, Freunde? Habt noch einen schönen Tag. Bye, meine Freunde. Bye.